Haben wir dich schon wieder erwischt beim Süßigkeiten-Schnabbern? Ja, so ist das hier auf den Kanaren. Man kann Pech haben, man kann Glück haben. Was machst du denn hier, sag mal? Urlaub? Hier auf der Baustelle? Also Mietwagen ist auf jeden Fall angebracht hier auf der Insel. Angekommen in Costa Tigüs. Ja, mein Spanisch, perfekt. Gibt es hier einen großen Parkplatz? Dort findet man auf jeden Fall auch was mit großen Autos. Zur Not kann man auch ein Stückchen wieder vorfahren in den Seitenstraßen. Da kann man auch gut parken. Ja, einen Mietwagen solltet ihr auf den Kanaren auf jeden Fall nehmen. Ich werde euch unten mal verlinken, wo wir immer unser Auto holen. Das ist Circa. Ist zwar Werbung, kriegt nicht bezahlt, aber die sind günstig und man zahlt keine Kaution. Und vor allem, man braucht nicht im Voraus bezahlen. Komisch. Das Mädel hier, das ist auch in jedem Video bei mir bei. Wer das wohl ist? Am Parkplatz gleich die lange Promenade, da kommt man überall gut hin. Hier hast du natürlich Cafés, kleine Spielplätze, wirst du auch viel angequatscht. Die bieten da E-Rollers und was weiß ich nicht alles an, was man mieten kann. Laufen kannst du hier auch schön in die Querstraßen drin, auf die andere Seite zum Meer. Auf der einen Seite ist das Meer und auf der anderen Seite auch. Das ist so eine kleine Landzunge, würde ich mal sagen. Und hast halt hier überall auch kleine Geschäfte, wo du ein bisschen ja, Touristenzeug kaufen kannst. Mal Luftmatratzen für den Strand und so weiter und so fort. Na, ihr kennt das ja alles. So ein bisschen Style, finden wir, hat das von Cala d'Or auf Mallorca. Ja, so sind die Bauten da auch so ein bisschen anders noch, aber kommt schon mal sehr gut hin. Wer das schon mal gesehen hat, der wird mir das bestätigen können. Jetzt bist du am Zug. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann abonniere hier kostenlos den Kanal. Vergiss nicht, die Glocke zu drücken, damit du hier auch kein Video mehr verpasst. Like das Video, damit es mehr Reichweite kriegt. Und dafür danke ich dir schon mal. Die ersten Tage hatten wir ja nicht so ein schönes Wetter gehabt, wie jetzt hier gerade ist in Costa Tigüs. Aber das ist halt so auf den Inseln, du kannst Glück, kannst aber auch Pech haben. Hier sind wir jetzt auf der rechten Seite vom Parkplatz. Weiter hinten gibt es aber auch noch so einen Sandienabschnitt, den habe ich aus welchen Gründen noch immer nicht gefilmt. Und dann kannst du hier oben schön laufen an der Promenade. Jedoch wo die hinführt, kann ich nicht sagen, da wir aus zeitlichen Gründen dort ja nicht langlaufen konnten. Nein, wer ist denn da? Mia, was machst du denn hier auf Lanzarote? Haben wir dich schon wieder erwischt beim Süßigkeiten-Schnabbern? Und, ist alles gut bei dir? Was machst du denn hier? Bist du mit deinen Eltern da oder was? Ja, mit dir. Mit mir? Ach so. Na dann, lass dir schmecken. Danke. Nee, du bist auch hier? Was machst du denn hier, sag mal? Urlaub. Urlaub? Hier auf der Baustelle? Ist ja unglaublich. So mache ich hier auch, das ist alles richtig schön. Ist ja Wahnsinn. Ah, ja. Mit Arbeit verbinden. Ah, alles klar. Okay. Dann sind wir weitergelaufen Richtung andere Seite zum Strand. Dort ist dieses bekannte Café, welches man auch hier auf YouTube sieht. Verlinkt euch unten auch mal, kriegt auch kein Geld für. Aber ist halt lustig, da sind wir lang gelaufen und da kann man sich dann online auch sehen. In dem Café haben wir noch einen kleinen Kaffee geschlürft, ich ein alkoholfreies Bier. Und dann haben wir uns noch einen Moment an den Strand gesetzt. Mit so einem tollen Wetter hatten wir in Costa Tigüs ja nicht gerechnet hier. Ja, hätten wir Badezeug bei, wären wir wahrscheinlich auch mal ins Wasser gehüpft. So blieb uns nur der Anblick der tollen Natur und der Küstenlandschaft hier von Costa Tigüs, was natürlich auch nicht zu verachten ist. Ja, wer Starbucks oder ähnliches sucht hier auf der Insel, der wird hier leider nicht fündig. Wir haben hier in Costa Tigüs ein Café gefunden, was man richtig in Latte Macchiato zustande gekriegt hat. Da haben wir dann auch gleich jeder zwei genossen von. Aber gibt es halt selten auf dieser Insel. Oder besser gesagt, wir haben es nicht gefunden. Ja, dann sind wir auch schon auf dem Weg zurück zum Auto. Bei mir gibt es da auch nichts zu sehen. Badesachen hatten wir nie bei. Und von daher hatten wir hier mal einen schönen Tag mit Sonnenschein. Ich danke euch erstmal für Zuschauen. Bleibt gesund, Freunde. Bis zum nächsten Video. Da gibt es nochmal eine Zusammenfassung hier von Lanzarote und was wir von der Insel halten. Bis dahin, bleibt gesund.